Hi Leute, willkommen zurück zu Banishers. Wir haben letztes Mal Caleb kennengelernt und der ist so ein bisschen verrückt. Sein Bruder und seine Frau sind wohl gestorben. Was macht er denn da? Und jetzt versuchen wir das aufzulösen. Unser tägliches Brot. Unser Brot. Nicht Bier, sondern Brot. Sollen wir etwa verhungern? Ja, aber Bier ist doch das flüssige Brot. Das wisst ihr ganz genau, Miss Barrow. Das wisst ihr ganz genau. Okay. Wenn ihr Hefe wollt, kümmert euch selbst drum. Steckt sie in ein Glas, dann hält sie für immer. Jetzt ist keine da. Und das soll meine Schuld sein? Nahrung ist ein Grundbedürfnis. Saufen ist Luxus. Gebt mir die Hefe. Wie oft soll ich es euch noch erklären? Es gibt keine Hefe mehr. Es gibt keine Hefe mehr. Hefe? Nein, nichts mehr da. Keine scheiß Hefe mehr da. Ihr lügt. Ihr irritiert mich, Mr. Cottle. Geht nach Hause. Geht zurück an die Arbeit. Geht hinab in die Hölle, wenn ihr wollt. Aber geht. Ja, okay. Der Brunnen. Irgendwas stimmt nicht. Vielleicht ist ja auch... Und riecht widerwärtig. Eine Leiche reingefallen oder so. Ich meine, das kann schon passiert sein, dass jemand ein Tier reingeworfen hat, ein totes oder so. Guten Tag, der Herr. Guten Tag, Madam. Mistress. Lucy Barrow. Die Bierbrauerin. Aha. Red McGrath, der Verbanner. Bierbrauerin, ja? Das hätte ich nie erraten, wenn ich euch so sehe. Und wie sieht eine Bierbrauerin für euch aus, Verbanner? Das habe ich mir auch gedacht. Da hat sie dich erwischt. Oh, ich kann kaufen bei ihr. Sehr gut. Ich kaufe erstmal. Seid ihr an einem Handel interessiert? Was braucht ihr? Ja, das dachte ich mir schon. Sie ist die Kräuterfrau hier. Aber ich brauche gerade nichts, oder? Nun, ich weiß zufällig, dass die Bierbrauerin Geschichten hört, die niemand sonst hört. Also, was gibt's Neues? Ihr wollt eine Geschichte, ja? Gern. Kürzlich sah ich Phoebe Walcott. Sie ging so seltsam. Sie hatte etwas unter ihrem Mantel versteckt. Ich weiß nicht, was es war, aber sie ging in ihre Scheune und als sie wieder herauskam, hatte sie es nicht mehr. Ich habe sie mehrmals dabei beobachtet. Nicht, dass ich mitzählen würde oder dass ich mich interessieren würde. Wie ist das Leben in den Harrows? So angenehm wie gewünscht? Wann ist das Leben schon so angenehm, wie man es sich wünscht? Nun, das hängt davon ab, wie man angenehm definiert. Süßes Bier verkauft sich besser. Aber die Süße macht es schwächer. Erzählt mir vom Gouverneur. Er ist kein großer Biertrinker, nehme ich an. Nein, leider nicht. Wäre er es gewesen, wäre er vielleicht nicht so ein Arschkriecher. Er ist ein Mann und hat Angst vor mir, einer gebildeten Frau. Er spioniert. Er kommt vorbei, um den Inhalt meiner Töpfe zu überprüfen. Er hat Angst. Ein ängstlicher kleiner Mann. Ich bin eine Frau mit Verstand und Mitteln. Aber trotzdem, nein, gerade deswegen fürchte ich die Hexenjagd. Jo, kann ich mir denken, weil... Also soweit ich jetzt weiß, ich weiß nicht... damals waren ja die Frauen, die sich auskannten mit Heilkunde, die Hebammen waren, also die so ein bisschen was von Medizin verstanden, die intelligent waren und selbstbewusst. Das war ja die, auf die zuerst gezeigt wurde und gesagt wurde, Hexe, weil sie so ein bisschen, ja, halt sich nicht verhalten haben, wie es von Frauen erwartet wurde. So traurig es halt klingt, aber naja. Was könnt ihr mir über Lamentation Haskell sagen? Ich kenne ihn kaum. Er redet nicht viel. Er ist vermutlich klug, aber es ist schwer zu sagen. Er ist ein kleiner Junge. Niedlich natürlich, aber kaum interessant. Ja, niedlich, ich weiß nicht. Bisschen seltsam ist er schon. Erzählt mir von euch, von eurer Arbeit. Ha, was seid ihr, von der Volkszählung? Ich bin Lucy Barrow. Seriös, stolz, klug. 41 Jahre und Witwe. Mein Mann und ich hatten eine Taverne in England. Ich war das Hirn, er war... Nun, er war da. Und wenn ihr mich Witwe Barrow nennt, hole ich meine Schere und kürze euch eure Kastanien. Was hat euch nach New Eden gebracht? Die Kastanien. Freiheit, Wohlstand, die Chance, gute puritanische Männer trinken zu sehen, bis ihnen schlecht wird, während ich reich werde. Und Kastanien.
Ich kam wegen der Kastanien. Wir reden immer noch von Balls, oder? Von Hoden. Ich verabschiede mich für den Moment. Einen schönen Tag noch, der Herr. Okay, vielleicht sammelt sie die ja, schneidet sie ab und sammelt sie dann. Oh, ich wollte gerade sagen, ich kann einfach so die Häuser marschieren. Von der anderen Seite verschlossen. So. Das heißt ja wieder nur, dass ich von der anderen Seite einsteigen kann. Sag mal, er kann echt einfach so in jedes Haus reingehen. Ach, guck mal, hier wohnt die, wie heißt der nochmal? Hier, Lemmy. Ich sag nicht Lamentation, das ist gemein. Die Wehklage, Alter. Wer nennt denn sein Kind so, Mann? Der wächst doch schon auf, geschädigt. Lemmy. Ja? Ich glaube, ich habe aber hab nichts mehr zu reden. Noch einen guten Tag. Ein. So, Lemmy, was hast du denn hier noch alles Schönes? Ich muss mal kurz... Bestimmt noch was zu lesen, hä? Huh? Nee. Gar nichts. Interessant. Weiß auch nicht warum, aber irgendwie ist es interessant, dass hier nichts ist. Na gut. Ich finde den Soundtrack hier gerade sehr schön. Ist so ein bisschen aufwühlend, aber gleichzeitig auch spannungserzeugend. So, dann gehen wir zum letzten, den ich jetzt noch so ausmachen konnte. Beziehungsweise komme ich da hinten. Ah, das ist wieder so ein Geisterfänger. Was macht der denn da? Da kocht irgendwas. Guten Tag, Sir. Gleichfalls. Red McGrath. Und ihr? Perry Cottle. Ich bin der Bäcker. Was hat euch hierher verschlagen? Ich bin Verbanner. Ich suche nach Geistern. Ihr werdet hier weder Geister finden, Sir, noch Dämonen. Dafür sorgt schon der Gouverneur in seiner Frömmigkeit. Ich beneide euch um euren Glauben, Mr. Cottle. Und wie läuft das bisher so? Ich bin übrigens so ein bisschen auf seiner Seite, weil er sagte, Brot ist lebensnotwendig und Bier, also Saufen, ist halt Luxus. Also ohne Brot verhungern die Leute, ne? Nur mal so. Man kann viele Dinge im Leben tun. Was hat euch zum Backen gebracht? Ein Dutzend Gründe. Ich will euch nicht mit allen 13 langweilen. Ich war übrigens auch 13, als meine Eltern starben. Er war ein harter Mann, aber seine Frau hatte das Herz am rechten Fleck und war für mich da. Es ist harte Arbeit, aber ich liebe sie. Was hat euch nach New Eden geführt? Fehlte hier ein Bäcker? Anderswo werden die Leute abtrünnig. Hier kennen wir den Wert unseres täglichen Brotes. Von Gottes Gnaden. Hier ist der Bäcker, gleich einem Priester. Okay. Was wird hier geredet? Ah, ihr wollt Klatsch und Tratsch. Bitte, neulich, als ich zur Mühle ging, sah ich Ismael Law in Phoebe Walcotts Scheune schleichen, schwer beladen. Ich weiß nicht, was er bei sich trug, aber seither wirkt er zappelig. Aha. Wie ist das Leben in den Harrows? Schmeckt es jetzt süß oder schmeckt es noch bitter? Das Leben in den Eggen schmeckt nach harter Arbeit, Sir. Und das sollte es auch. Was wisst ihr über den Gouverneur? Er ist ein frommer und wortgewandter Mann, der ein warmes Brot frisch aus dem Ofen mag, sodass die Butter schmilzt. Ich vertraue ihm voll und ganz. Er opfert sich auf, er dient seiner Gemeinde, fleißig und achtsam. Genau wie ich. Die haben aber echt alle gute Worte über den Gouverneur, muss man sagen. Was könnt ihr mir über Lamentation Haskell sagen? Scheint ein guter Junge zu sein. Seltsam. Nicht der Hellste. Er ist nicht wie sein Vater, ganz und gar nicht. Ja. Ich sollte gehen. Und ich muss arbeiten. Was ist denn los schon wieder? Ah, diese Fehler, ne? Das ist ein bisschen doof. Was ist denn hier? Perry Cottles Bibel, Matthäus 4, Vers 4. Viel Glück in Boston. Vergiss nicht, dass ich so sehr an dich glaube, wie du an ihn glaubst, Aspen. Das steht bestimmt nicht so in der Bibel. Das ist wohl ein Vermerk bei diesem Vers. Ich habe jetzt gerade keine Bibel da, sonst würde ich gucken, was damit gemeint ist. Brief an Aspen,
von Aspenmann Perry Cottell. Juli 1686. Mein lieber Perry, ich schreibe diesen Brief, damit du ihn mit in die neue Welt nehmen kannst, um die alte Frau, die ich mittlerweile bin, nicht zu vergessen. Ich bin stolz auf dich. Oder so stolz auf dich. Du bist nicht mehr der kleine Junge, den ich von der Straße aufgelesen habe. Du bist jetzt ein vollständiger, erwachsener und leidenschaftlicher Mann. Ich bin mir sicher, dass du in der neuen Welt den Sinn, nach dem du schon lange suchst, finden wirst und dass du der talentierteste Bäcker der Gegend sein wirst. Lass dir deine Leidenschaft nicht nehmen, verliere nicht deine Würde, wenn du in der Not steckst und zolle unserer wunderbaren Berufung Tribut. Vergiss nie, dass es eine ehrbare Mission ist, andere zu nähren und dass unser Herr über dich wacht. Besuche mich doch eines Tages, wenn es dir möglich ist, aber bitte schreibe mir regelmäßig. Von ganzem Herzen Glück wünscht dir, Aspen. Oh, das ist nett. Das ist doch nett. So, guck mal da. Küstenkerze. Jo. Ist das so? Was haben wir denn hier? Ich mag bestimmt keiner, dass ich jetzt gerade hier so eine fette Flinte abgefeuert habe. Aha. Wer wohnt denn hier eigentlich? Auf jeden Fall hat er es von innen versperrt. Oder hat gewohnt. Die Schenke. Ah, guck mal da, mit der habe ich auch noch nicht geredet, mit der Frau. Ist die letzte. Ah, der erstklassige und berühmte Verbanner. Der einzig wahre Red McGraw. Kennen wir uns? Ich war im Haupthaus. Ihr habt Mut. Das gefällt mir. Vielen Dank. So ein höfliches Getue kann ich nicht mit. Ich bin Phoebe Walcott. Ich handle mit Sachen. Also, was ist euer Begehr? Oh. Treibt ihr schon lange Handel in New Eden? Seit ewig und drei Tagen, Highlander Hoheit. Ich gehöre diesem Land mit Leib und Seele an, sodass ich nicht mal mehr weiß, wo es anfängt und ich ende. Ist das so? Natürlich nicht. Seid doch nicht so einfältig. Zyniker haben mehr vom Leben. Und ein bisschen Humor schadet auch nicht. Die Leute hier sind viel zu trüb und merken gar nicht, wie bezaubernd und lustig ich bin. Seit 8 Jahren, wenn ihr es unbedingt wissen müsst. Eine der ersten der dritten Siedlung. Und seht nur, wie weit ich es gebracht habe. Was könnt ihr mir über die Gemeinde hier verraten? Ja, wer denn? Erzählt mir doch, was ihr über Gouverneur Haskell wisst. Dieser ach so freundliche Mann, er war ja so gut zu mir. Aha. Er ist nur Schall und Rauch. Und wie sieht es mit Lammy Haskell aus? Über ihn? Der wird von seinem Vater so dermaßen überschattet, man könnte ihn glatt übersehen. Und wie geht es euch? Ich tue, was ich kann, um der Welt wenigstens ein klein wenig Freude zu schenken in dieser finsteren Zeit. Ist sie besoffen? Und klappt es? So, lala. Ja, ist nicht so interessant, mit denen zu reden. Dürfte ich eure Waren sehen? Das ist dein Geschäft, oder? Ja, ihr könnt meine Waren begutachten. Okay. Oh, sie hat... Oh, das Versteck von 2 Steinen. In einem Bergarbeiterlager gefundene Karte, die eine Stelle zwischen 2 großen Felsen markiert. 500, Alter. Bannring. Hier, Karikas Stein. Du hältst 30% mehr Geisterpunkte, aber die Abklingzeit von Manifestationen werden um 30% erhöht. Das ist kacke. Ja. Glücksstern. Säbel und Feuerbann. Wenn ein Gegner mit einem Nahkampfangriff besiegt wird, verursacht die nächste Manifestation 70% mehr Schaden. Gefällt mir jetzt auch nicht wirklich. Oh, Stärke. Das Ding hat Stärke. Wenn ein Gegner mit einer Manifestation getroffen wird, verursacht die nächste leichte bzw. schwere Angriff 50% mehr Schaden. Was ist denn eine Manifestation? Ich raff's halt nicht. Ist das dieser Skill von Antea? Ich überlege aber gerade, soll ich mir das kaufen? Komm, ich habe eh sonst für nichts, wo ich Geld ausgeben kann. Bis zum nächsten Mal. Geh. Ja, ja. So, warte mal. Ist das besser? Also ist definitiv höher im Level, aber er hat mehr Stärke, weniger Weisheit. Aha. Perfekter Wechsel. Ja, komm. Ist eigentlich ein No-Brainer.
Gold, der Phantomsatz. Tag Team. Na, ah, wie gesagt, ich raff einfach nicht, was das ist. Ah, nee, komm, bevor ich jetzt... ich überlege jetzt halt echt, Leute, ob ich nicht nochmal nach Norden gehe vorher, bevor ich das mache. Aber ich mache jetzt erstmal die Spukermittlung fertig, bevor ich mit der Hauptquest dann aber weitermache. Dann geht's nochmal nach Norden und ich sehe mir das vor nochmal an. Definitiv. Ich kann dich sehen. Hab dich vermisst. Oh. Das ist so sad. Da wird sie halt bald noch mehr vermissen. Wenn das hier alles fertig ist. Was denkst du über Caleb? Warte, ganz kurz, bevor ihr jetzt weiterquatscht. Wie gibt's denn hier? Oh, hier gibt's ja noch 5 Stück. Und 2 bin ich ja gerade dabei. Hier gibt's noch 3 im Düsterwald. Und New Eden haben wir ja gelöst, das einzige. Also wenn man da ungefähr so vom Fortschritt des Spiels ausgehen kann, ne? Du zuerst, junger Herr. Caleb ist besessen, Caleb wird heimgesucht. Schwierig. Heimgesucht, bis er dem Wahnsinn verfallen ist. Vielleicht von Ruth und Alexander? Vielleicht. Aber irgendwas passt nicht. Wir ziehen keine voreiligen Schlüsse. Wir sammeln Beweise. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Weil, woher soll man das wissen? Besessen, heimgesucht. Geht's da durch? Ja. Vielleicht gibt... Was ist das hier überhaupt? Das ist ein Schlüssel. Am Wasser war ich schon. Gottesacker? Gottesacker. Sehr gut. Oha. Ist das denn verlassener Hof? Dieser Unterschlupf muss aktiviert werden. Hier ist ein Fragezeichen, hier ist ein Fragezeichen. Heieiei, okay, diesen Part werde ich da nicht mehr runterkommen, glaube ich. Hochkommen zum Vor. Schade. Lass mal gucken, was hier noch geht. Da ist schon wieder so ein Holz davor, ne? Dass ich das nicht abschießen kann, ihr Schweine. Sehe ich es gar nicht mehr. Ah, egal. Ey, ey, ey. So, dann... Wir sind da. Lass uns die Gräber von Alexander und Ruth suchen und herausfinden, warum sich Caleb so seltsam benimmt. Voll, ich treffe das nicht, obwohl ich sehe, ne? Haben sie aber auch schön eingefädelt hier. Was ist das für ein Riesengrabstein, Alter? Die Leiche schießt gleich. Das war's für dich. Ist das schon alles? Oh, das ist eine Kiste. Ui. Das ist so doof. Ich will es halt locker treffen. Diese Kake. Weil fliegen sie herum, diese Viecher. Wird das schämen oder was? Oh, guck mal, das sind überall so. Ist das hier ein Grab, Alter? Da kümmert sich überhaupt keine Sau drum, leider, ne? Um die Gräber. Ich
wette, das sieht irgendwie außergewöhnlich aus, das Grab von den beiden. Zum Beispiel mit einer Fackel davor. Hat er gerade eine Leiche ihrer Familie gespannt? Verschwinde endlich! Sieh zu, dass du da rauskommst! Der Dämon sucht nach einem Körper. Wo denn? Das kann schämen. So, hier. Ist das ein Oberschenkelknochen? Ein Femurknochen. Eine Kniescheibe? Nett. Oha. Aber buddelt jemand die Leute aus? Oder vielleicht irgendwelche Viecher? Gott, ich komme von der Seite nicht ran. Dann muss man die tiefer vergraben, die Leute, wenn Tiere die ausbuddeln können. Ruth Watson. Ah? Darunter ist ja noch ein weiteres Grab. Wo denn? Sieht sie das schon? Ist sie schon weiter? Oha. Alter. Alter! Ich kenne aber auch nichts hier, ne? Verschwinde endlich! Das geht's doch gar nicht. Wenn das Totengräber waren, sollten sie sich eine andere Arbeit suchen. Ich glaube, wer immer das war, findet auf dieser Welt keine Arbeit. Ah, oh, das ist ein Hase, Alter. Ertrappen, um herumgeisternde Schemen abzulenken. Stümperhaft. Aber die Person hatte zumindest etwas Erfahrung damit. Ja, ja. Ist da bestimmt wieder irgendwas versteckt. Oh, guck mal hier. Hier lag Alexander Watson begraben. Aha. Hat Caleb ihre Leichen mitgenommen? Irgendwer auf jeden Fall. Und er ist mein Hauptverdächtiger. Ja. Jedenfalls eine ganz schöne Sauerei. Vielleicht weisen uns die Attrappen den Weg. Folge dem Weg. Geh nicht zu nah ran. Ich versuch's. Er ist auf jeden Fall sehr verhaltensauffällig, dieser Caleb. Hier entlang. Noch mehr davon. Ja, komm, dann gehe ich erstmal. Ich will aber. Ja, ich will später noch hier überall alles absuchen, ne? Nur mal so. Antea. Eieieiei. So, stehen jetzt. Das ist genau das, was ich meinte, als ich sagte, geh nicht zu nah ran. Ja, aber ich will doch Gegner kaputt hauen. Lass mich doch. Oh, mich abgeballert. Sie können's von diesen Dingern, Beleuchtedinger. Ja, auch keins. Bastard! Lass mal checken. Ja, ich bin immer noch in dem Radius. Immer muss was sein. Aber warum lockt so ein armer aufgespießter Hase Schemen an, bitte? Ich
Au. Lass mich dir helfen. Voll der Alpha, der Typ hier. Ist noch mehr. So ein Tropfen ist nicht einfach zu kauen. Pisst euch! Mistviecher. So, hier ist auch nichts mehr. Hier. Dämonologie. Ich hätte es wissen müssen. Oh, da ist schon ein Seil. Bin ich denn jetzt hier? Aha. Also, sag mal. Ich treff wieder so geil. Das Schreiben? Eine verwüstende Vogelscheuche. Was in Gottes Namen ist das? Erst kämpfen, dann fragen. Komm zurück! Aua, das macht ja immer noch Schaden. Das war's für dich. Pass auf! Die Vogelscheuche hat ihre Gestalt gewandelt. Erst physisch, dann spektral. Die Nacht drückt. Oh, das gefällt mir. Das könnte wehtun. Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Ah, trifft doch. Schon wieder diese Krähen. Bam. Eine blutrünstige Geißel mit... Vigor Mortis. Ah, die ist nicht so geil. Die Größe des Wirkungsbereichs von Spektralexplosionen wird um 70% erhöht. Okay. Unbändigem Hass auf die Lebenden. Und das hier hätte ich wirklich nicht vermutet. Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Unbändiger Hass auf die Lebenden. Mit Knochen? Ist ja wie in Lady Blackwoods Schlafzimmer. Ein Geist ließ ein vages Fragment seiner Erinnerungen zurück. So, das Ding ist auf dem Friedhof, ist aber auf jeden Fall noch... sind noch ein paar Statuen zu finden, dann noch so eine Truhe, so eine Kaputte. Ach, mein Freund, du bist ja scheußlich. Ja, wirklich scheußlich. Aber auch unglaublich schlecht gemacht. Ah, ach, ich brauche ein Pergament. Sicher, dass wir nichts übersehen haben? Ja. Mit etwas Glück finden wir, was wir brauchen. Haben wir auch. Hier. Etwas ist in der Nähe. Aha. Wo ist es? Dachte ich mir. Altes Pergamentpapier, vergilbt und mit Flecken, auf dem eine Anleitung mit Notizen für das mächtige Ritual der einfachen Wiedergeburt beschrieben steht. Was ist das? Sieht nach einem verpfuschten Ritual zur einfachen Palingenese aus. Aha. Das Ritual zur... dieses Ritual, mit dem man jemanden zurückbringen kann? Du meinst dieses Ritual? Ja, genau. Dieses Ritual. Dieses Ritual? Meinst du? Gezogene Manifestation? Ich weiß es nicht. Zeigt uns euer wahres Gesicht.
War bestimmt falsch. Ja, 100 Pro. Ach, leck mich doch. Bestimmt auch falsch. Fügt euch und zeigt euch! War das gerade das falsche Ritual? Bestimmt Haken. Ah. Oder Ungebundenheit. Es könnte alles sein, das nervt. Das ist das Richtige. Das sieht man immer, wenn in die andere Animation hier kommt. Hier und jetzt lüfte ich den Schleier. Vom Fleische zum Verb. Vom Verb zum Herzen. Vom Herzen zum Fleische. Caleb. Der Knoten des Todes ist ungelöst, doch ich werde ihn zerschneiden. Er wollte die Frau wieder beleben, ja? Und dann ist er ein bisschen wahnsinnig geworden. Ist, glaube ich, doch von ihr besessen. Oh ja. Er ist von seinem Bruder besessen. Komm zurück zu mir. Okay, krass. Also doch besessen und nicht heimgesucht. Caleb Watson hat einen Geist beschworen, ohne ihm einen Körper bereitzustellen. Oh, schlecht. Also schnappte der Geist sich sein. Caleb ist nicht mehr Caleb. Der auch noch da drin? Er hat Teile seiner Frau, aber auch seines Bruders verwendet. Ruth, Alexander, Caleb, alle Konstellationen sind möglich. Dann lass uns rausfinden, welche es ist. Am Ende sind alle drei in ihm drin. Das, ja. Kein Wunder, dass der so fertig ist mit der Welt. Ich meine, das wäre irgendwie schon witzig. So drei Seelen in einem Körper. Aber wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengend auf Dauer. Ich wette, das Fragezeichen ist... warte mal, ich markiere das mal. Ich wette, das ist... das ist die Kiste. Ja, aber ich brauche noch ein paar Jägerfiguren. Hier? Das ist eigentlich egal. Hier lang. Aber diese Grafikfehler machen es mir echt schwierig. Ne? Also ich sehe das Blinken zum Beispiel nicht, weil sich die Texturen ständig so umploppen. Dann sehe ich nicht, wenn da irgendwas blinkt, weil es nimmt es irgendwie so ein bisschen weg, diesen Effekt. Blinke, blinke. Manchmal sehe ich es auch. Etwas ist hier. Im Verborgenen. Jo. Aha. Aber ich brauche noch ein paar Puppen. Ich werde das jetzt noch nicht aufkriegen. Sei vorsichtig. Eine finstere Macht steckt in diesem Ding. Ja, ja. Ja. Drei Bauern. Schade. Will ich die denn jetzt? Die müssen ja, wie gesagt, in der Nähe sein. Eine war auf dem Friedhof. Vielleicht hier beim Haus noch was.
Ach komm mal, da ist er doch. Noch einer? Ah. Oh. Habe ich jetzt einen Bauer? Warte mal. Habe ich da einen Bauer? Nein, habe ich nicht. Nee, habe ich nicht. Schwachsinn. Violettes. Hat eben kurz was durchgeschimmert, habe ich gedacht. Es muss halt hier in dem Areal irgendwo sein. Oh, ich habe die letzte Figur gefunden. Sehr gut. Aha. War gar nicht so weit versteckt. Na gut, dann hole ich mir die Kiste jetzt noch. Hier bestimmt wieder was Schönes. Und da würde ich sagen, gehen wir direkt zu Caleb, weil... Oder nee, warte, ich hole mir doch das Ding da. Dieses Lager und... Aber war ich jetzt hier richtig? Nee, das war... Ah, da drüben, genau. Ich hole mir doch das Fragezeichen und das Lager. Das ist wahrscheinlich wieder was zum Kämpfen. Ich hoffe nicht, dass es wieder so ein Riss ist, weil das wird dann den letzten Rest des Parts noch für sich einnehmen. Wäre ein bisschen blöd. So. Ungebundenheit. Hinfort, unreiner Geist. Und? Gib, gib, gib. Ein Schutzamulett. Antea verursacht 60% mehr Schaden gegen Gegner mit voller Gesundheit. Nope. Auch wenn es Zorn hat, es hat Stärke. Warte mal, Zorn ist ja nur Manifestationsschaden. Ja, komm, scheiß drauf. Nope, 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 nope. Kann ich ja nicht runterspringen. Oh Mann. Na gut, da gehe ich noch hier zum Lager. Weiden in den Eggen. Okay. Ah, das Haus da. Sehe schon. Na? Stirb, du Drecksau! Nicht gut. Alles mit dem Schießen, ne? Bin ich zu dumm rum? Ich konnte meine toten Wölfe sonst immer an einer Hand abzählen. Alles schon geladen? Okay. Nee. Wo denn? So. Jetzt habe ich erstmal das Lagerfeuer und dann gehe ich direkt ins Lager zurück. Komm dann später nochmal her, weil ich will jetzt auf jeden Fall noch die Nebenmission abschließen. Sonst haben wir den Part jetzt wieder nur gekämpft. Da hat uns jemand ein Lagerfeuer hinterlassen. So, Zeug. Tink, tink, tink.
Was wir mal aufschreiben, weil ich jetzt für die Upgrades brauche, weil ich will auf jeden Fall. So. Mein Kram noch auf Maximum bringen. Inventar. So, hierfür brauchen wir noch Schemenhorstschlick. Dafür brauche ich dann 3 Schemenhorstschlick, den Rest habe ich. Und hierfür noch. Oh, Elite-Juwel, 3 Stück. Den Bannring könnte ich auch mal langsam Elite-Juwel. Ach Mist. Das haben wir alles. Ja, ein Elite-Juwel. Oha, Kupferfell-Elite-Juwel. Schön. So, in die Eggen. Die Harrows, die Eggen. Wie sie es übersetzt haben. So, Caleb. Mal sehen, was du zu sagen hast. Aber er hat sie ja offensichtlich auf dem Gewissen, seine Frau und seinen Bruder, ne? Nicht cool. Kein Wunder, dass der so tiefe Augenringe hat, wenn er nicht mehr... Beruhig dich. Alles ja. ist gut. Uns wird nie wieder etwas Schlechtes widerfahren. Haut ab. Nope. Wir waren auf dem Gottesacker. Er hat uns eine spannende Geschichte erzählt. Ihr seid nicht Caleb, habe ich recht? Zumindest nicht nur. Ach. Euch kann man wohl nichts vormachen, Alexander Watson. Lange Rede, kurzer Sinn. Caleb wollte seine tote Frau zurück. Und jetzt bin ich hier. So viele Fragen. Wo soll man nur anfangen? Er wollte also seine Frau zurück. Und wie seid ihr dann da hineingeraten? Caleb war ein guter Schuster, ein schlechter Bruder, ein... noch schlechterer Ehemann und ein furchtbarer, lausiger Hexer. Das Ritual missglückte natürlich. War vorauszusehen. Also, das, was er sagte über ihn, dass er eine geile, gierige Sau ist oder so, das kam halt von seinem Bruder, das kam nicht von Caleb. War lustig. Also teilt ihr euch Calebs Körper? Teilen? Nein. Dieses Haus aus Fleisch und Knochen ist mein. Aber ich bin ein großzügiger Mann. Mein Bruder darf im Keller wohnen. Wir waren Zwillinge. Angeblich soll ich der Schlechte gewesen sein, aber wer verrottet jetzt? Ihr solltet noch etwas wissen, falls ihr es nicht eh schon wisst. Es ist noch jemand hier. Ich vollendete das Ritual. Meine liebste Ruth ist bei mir. Ihr seid gestorben, als ihr Ruth aus einem brennenden Haus retten wolltet. Richtig? Richtig. Ja. Tut mir leid. Ein schrecklicher Tod. Und auch noch so jung. Ihr hattet Besseres verdient. Wir hatten Besseres verdient und jetzt haben wir es. Und Caleb kann für seine Taten büßen. Er tat nichts. Stand nur da und ließ uns verbrennen. Calebs Name wurde an diesem Tag ruiniert. Wir hämmern nur den letzten Sargnagel rein. Caleb war kein Heiliger, aber das ist absolut teuflisch. Hat er das wirklich verdient? Ja, hat er. Außerdem habe ich ihn ja nicht getötet. Er lebt noch irgendwo hier drin und sieht dabei zu, wie ich seinen Namen durch den Dreck ziehe. Er kann mich hören. Wie ich seinen guten Ruf zerstöre. Wie ich mit anhören musste, wie er mich der Unzucht beschuldigte. Nette Gestalten. Ja. Er hat unsere Liebe geraubt. Mir und Ruth. Dann hat er sie vernichtet. Jetzt blüht unsere Liebe neu auf und er kann nichts tun, als zuzusehen. Caleb war ein Schuft. Soll ihn der Teufel holen. Soll er ruhig leiden. Oh, mies, hey. Ihr habt das Ritual benutzt, um Ruths Geist in Calebs Körper zu bringen? Weshalb? Liebe lässt einen die seltsamsten Dinge tun. Wir haben ein besseres Leben verdient. Ich habe vor, diese Gelegenheit zu nutzen. Ach, das wird aber nix.
Ich verstehe, dass ihr wütend seid und nach was ihr euch sehnt. Aber was ist mit Ruth? Habt ihr sie gefragt, was sie möchte? Caleb hat mir mein Leben geraubt. Und er hat Ruth ihrer Stimme beraubt. Sie verging in seinem Schatten. Natürlich wollte sie eine zweite Chance im Leben. Dazu würde ich gerne mal Ruth hören. Dürfte ich bitte mit ihr sprechen? Nein! Wir haben endlich ein kleines bisschen Glück gefunden. Ich lasse nicht zu, dass ihr es uns wieder wegnehmt. Bitte, lasst uns in Frieden. Lasst uns wenigstens das hier. Wir müssen mit ihr sprechen. So oder so. Wenn er uns nichts sagen will, finden wir vielleicht was in dem Haus, in dem Ruth starb. Von hier aus sieht man doch sehr gut, was vor sich geht. Helft mir. Ist euch irgendwas Außergewöhnliches aufgefallen? Ich gebe mir Mühe, Menschen von mir fernzuhalten. Aber ja, ich sehe so einiges. Und merke es mir auch. Lammy Haskell. Was ist das für einer? Der Haskell-Junge? Was soll mit ihm sein? Er ist ein komischer Kauz. Redete immer mit Caleb über Schwachsinn. Beide von ihnen waren voller Scheiße. Was haltet ihr vom Gouverneur? Mein Bruder kroch ihm stets in den Arsch und der Gouverneur spreizte bereitwillig die Backen. Haskell hält sich für besser, als er in Wahrheit ist. Man muss sich nur bei ihm einschmeicheln, um in seine Gunst zu kommen. Er hat meinen Namen durch den Dreck gezogen. Scheiß auf ihn und seine angebliche Eloquenz. Was bringt eine silberne Zunge bei einem vergilbten Herzen? Erzählt mir von den Menschen hier. Sticht jemand aus der Masse raus? Was denkt ihr von ihnen? Was denke ich also von denen, die mich ausgestoßen haben? Die meinem miesen Bruder geglaubt haben? Von den bösartigen Narren, für die ich sterben musste, um erlöst zu werden? Ich würde sie am liebsten verfluchen. Aber da bin ich wohl zu spät. Das ist ja richtig bitter. Der Fluch ist bereits hier. Und wie steht es um die Siedlung? Sie geht im Eiltempo den Bach runter. Nicht, dass es mir was ausmachen würde. Immerhin macht es Spaß zu raten, wer überleben wird und wer nicht. Aber hoffentlich finden sie die Hexe. Es kann nicht angehen, dass Hexen hier das Werk des Teufels verrichten. Eieieiei, der Typ, ne? Dann will ich euch mal wieder allein lassen. Alleine? Ich wollte gerade sagen. Nicht wirklich. Beruhig dich. Alles ist gut. Ruth hat eine Affäre mit Alexander etwas im Körper ihres Ehemanns. Wie sehr ich es auch drehe und wende, das ist einfach nicht richtig. Irgendwas ist da komisch. An dieser Ruth. Wenn wir die Geisterfessel finden, können wir mit ihr reden. Ich wollte gerade sagen, hier ist das Haus, ne? Das abgebrannte. Das abgebrannte Haus. Das Dach ist über ihnen zusammengebrochen. Jede Menge Trümmer. Well. Ich meine, ja, sie ist jetzt auch gerade in unserem Kopf, aber nicht in unserem Körper. Geisterschutzvorrichtungen. Ich brauche deine Hilfe. Soll ich die einfach so abballern? Ich weiß nicht, ob das nicht Ärger hervorruft. Ich kann das nicht abschießen. Was höre ich denn da rein? Gar nicht. Ich kann die nicht abballern, leider. Geisterschutzvorrichtungen. Ich kann mich hier nicht manifestieren. Ach. Ich kann aber nichts tun, meine Liebe. Ja, es ist so geil, wie es blockiert einfach. Das Gamepad. So gut. Nee, er will es nicht abschießen. Kann ich da unten irgendwo... Ah, warte mal, da unten geht's da auch noch lang. Da komme ich doch bestimmt von hinten irgendwie ran, das Haus. So. Ja. Geisterschutzvorrichtungen. Du bist auf dich allein gestellt. Ja, alles gut. Die Geisterschutzvorrichtungen scheinen hier weit weg. Nur eine hindert mich daran, mich zu manifestieren. Schaltest du sie für mich aus?
Na klar, mein Schatz. Wie ich sie finde. Ah. Klemmt. Geisterschutzvorrichtungen. Ich brauche deine Hilfe. Wo ist sie denn? Ja, auch gar nichts. Da draußen. Warte, wie komme ich da jetzt ran? Das ist ja voll doof. Nicht abschießen von hier aus. Hä? Was mache ich denn jetzt? Ich kann das nicht sprengen. Es geht nicht. Kann ich von hier aus irgendwo sehen? Ne, die ist halt hinterm Haus, ne? Ah, das ist schwierig. Geisterschutzvorrichtung. Denkst du, du kommst allein zurecht? Geisterschutzvorrichtungen halten mich fern. Ich kann nicht. Oh wow, hier geht's ja auch noch durch. Alles klar, ich bin so doof. Habe ich jetzt nicht gesehen. Ich kann mich jetzt wieder manifestieren. Jo, gut. Gut, 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 gut. Ich mache kurzen Prozess mit diesem Hindernis. Yeah. Du bist ja besser als eine Kanone. Ach, süß. So, dann... mal schauen. Was hier so ist. Ah, da ist auch noch ein Eingang. Warte mal, hier geht es aber auch durch. Oh. Das geht gar nicht von der Seite. Alles klar, jetzt verstehe ich. Deswegen muss ich hier rein. Verschlossen? Nein! Aha! Komisch, so geht's. Aber direkt durch die Wand funktioniert das nicht. Was? Genau, was vergessen. Geht's da nochmal? Nee. Hä? Hab ich denn jetzt hier kaputt gemacht, die Wand? Aber das bringt mir nichts. Habe ich nichts von, das... Geht jetzt hier auch nicht weiter. Kann ich da raufklettern? Oh, ich kann hier noch raufklettern. Ah! Oh, na klar. Heidewitzka. Jetzt haben wir es aber, hoffe ich. Oh, jetzt kann ich da nicht mehr durch. Noch ein Stück. So. Eieiei, die ganze Bude ist abgefackelt, aber so richtig. Oh ne, eine Ruths verbranntes Tagebuch. Das ist aber, sieht gut aus. Caleb und ich hatten heute Morgen schon wieder Streit. Ich entschied mich spazieren zu gehen und als ich zurückkam, fand ich ihn schluchzend im Garten vor. Er hat sich entschuldigt, aber auch das habe ich ihm übel genommen. Er ist ein gutmütiger und romantischer Mann, der gut zuhört, weshalb ich ihn geheiratet habe. Aber manchmal fühle ich mich unwohl in seiner Gegenwart. Er ist mein Ehemann und ich bin seine Ehefrau. Jemanden, den er lieben sollte, kein Symbol, dass es anzubeten gilt. Oh. Also, wie ein Symbol ist halt nicht schön, aber ich meine, wenn man seine geliebte Person anbetet, ist da auch was Schönes. Wenn man sie mit Romantik beglückt und überhäuft so ein bisschen. Ich finde das schön. Ich bin Romantiker. Richter, ja. Unvollständiges Buch über Vögel. Ein aufwendig gestalteter und wunderschön aussehender Sammelband über die Vögel New Edens mitsamt Federn, die die Zeichnung perfekt ergänzen.
Vollständig? Nicht ganz. Zwei Seiten enthalten keine Federn. Fisch, Krähe und Silbermöwe. Diese Arbeit zeugt von echtem Feingefühl. Caleb? Vielleicht. Jedenfalls nicht Alexanders. Ich denke, wir haben gerade etwas über Ruth gelernt. Ja, lustig, das sind Zwillingsbrüder und trotzdem sind die echt verschieden, ha? Huh? Die Fessel. Ach da. Stimmt, das habe ich von außen ja schon leuchten sehen. Oha. Alter, Ruth Watsons Herz. Ein verschrumpeltes Menschenherz, das einst Ruth Watson in Ruth Watsons Brust schlug. Ach, jei. Das stimmt. Ruths Herz fesselt sie aneinander. Lässt den Körper von innen heraus verrotten. Was habt ihr da? Hi. Finger weg, Dieb. Was immer ihr gefunden habt, gehört nicht euch. Ich hab ihr Herz gestohlen. Ihr habt Ruths Herz unter der Asche des Hauses begraben, in dem sie ums Leben kam. Ich finde das sonderbar. Ihr, ein Geist, wühlt in den Überresten des Hauses einer toten Frau. Ihr habt wirklich kein Recht, mich sonderbar zu nennen. Glaubt nicht, dass ich eure Anwesenheit erst jetzt spüre. Seid still, während ich mit Ruth spreche. Ruth, kannst du mich hören? Kannst du antworten? Verschwindet und verreckt von mir aus! Ich hab ihr das Sagen! Nein! Ruhig Blut, Alexander! Ich werde mit ihnen sprechen. Ich bin Ruth. Ich kann euch hören. Mein Name ist Antea Duarte. Wir wollen euch helfen. Oh, das freut mich. Bitte, macht diesem Albtraum ein Ende. Helft mir! Fahrt zum Teufel und kommt nie wieder! Wir sind glücklich und ihr habt kein Recht, verstanden? Ihr habt kein Recht. Oh je. Yeah. Was soll ich tun? Der Schuster, die Frau des Schusters und der Bruder des Schusters, alle gefangen im Körper von Caleb Watson und alle im Krieg miteinander. Der Geist von Alexander Watson hält Ruth im Calebs Körper als Geisel gefangen. Und Alexander... Ja, beunruhigt von Keller Watsons seltsamem Auftreten suchten Red und Antea in seiner Schusterei nach Anzeichen der Heimsuchung. Red stellte Caleb erneut zur Rede, nachdem er herausgefunden hatte, dass sein Körper von zwei Geistern bewohnt wird, nämlich von Ruth und Alexander, seiner Frau, respektive sein Bruder, beide gefangen im selben Körper. Und all dies nur, weil Caleb versucht hatte, seine Frau von den Toten zurückzuholen. Aha. Erzwungene Manifestation. Ihr Herz! Gebt es zurück! Zeigt euch. Ich befehle es euch. Er wird mir nicht mehr das Wort verbieten. Lasst uns sprechen. Oha. Helft mir. Bitte. Calebs Brief hat euer Leben verändert. Was habt ihr damals verspürt? Mein Herz wurde entzweit. Ich liebte Alexander, aber... ich hatte jemanden verdient, der treu sein würde. Caleb schien gut zu sein. Er schien mich zu lieben. Ich dachte, ich hätte den besseren Bruder geheiratet. Aber er war ein Lügner. Ein Lügner und ein Teufel. Und dennoch hat nicht einmal er das verdient. Niemand hat das verdient. Wie hat Caleb euch behandelt? Er hat mich angehimmelt. Ich war wie ein Idol. Er hat mir gehuldigt, mich aber nicht geliebt. Ah. Er war der Bildhauer und ich war die Statue. Still von meinem Podest herablächeln. Okay, das ist keine Liebe, ja. Jetzt bin ich in einen Fleischsack eingenäht. In Gesellschaft der verrottenden Überbleibsel meines Gatten und seines toten Bruders. Bitte, holt mich hier raus. Wer brachte Caleb das Wiederbelebungsritual bei? Wenn ihr beibringen sagt, würde das bedeuten, er hätte es gelernt. Er hat es nur abgelesen. Er ist eben doch nur ein Schuster, kein Magier. Caleb konnte schon immer gut zuhören. Seine Kunden haben ihm bei der Arbeit alles Mögliche erzählt. Der Haskell-Junge zum Beispiel.
Während Caleb sich um das Schuhwerk des Gouverneurs kümmerte, sprach Lemmy über Magie. Natürlich Unsinn, aber Caleb hörte zu. Moment, Caleb hat das Wiederbelebungsritual vom kleinen Lemmy Haskell? Nachdem Lemmy darüber gesprochen hatte, konnte Caleb nicht mehr aufhören, daran zu denken. Er flehte ihn an und Lemmy war zu gut, Nein zu sagen. Caleb wollte dunkle Magie wirken. Und Lemmy gab ihm die schriftliche Anleitung. Oh je. Yeah. Ruth, euer Gatte Caleb hat euch mit einem verpfuschten Ritual zurückgebracht. Aber sein Bruder Alexander konnte euch dadurch als Geisel nehmen. Sobald wir uns um die Watson-Brüder gekümmert haben, könnt ihr ungehindert aufsteigen. Tut, was notwendig ist. Ich werde es ertragen, wenn ich dadurch freikomme. Ach, die Arme. Nein! Wir können hier bleiben. Bitte, Ruth, lass uns bleiben. Seht euch nur an. Ihr seid ein Simulacrum, eine Karikatur. Euer sogenanntes Leben ist gar keins. Caleb hat gelogen und euch die Frau gestohlen. Aber nun habt ihr gelogen und seinen Körper gestohlen. Dieser Unsinn wird jetzt ein Ende haben. Boah, es ist eigentlich wieder so, ne? Alexander aufsteigen lassen, gib Caleb die Schuld oder verbanne Alexander. Ich lasse Alexander aufsteigen, weil... Naja, er hat ja nichts Falsches getan in erster Linie. Erst als er jetzt ein Geist war. Als Mensch war er ja gar nicht so verkehrt, schätze ich mal. Und die Frau halt, ne? Die war gar nichts schuld. Und Caleb, naja, er hat halt die Frau begehrt, das... Ah, ich weiß, ich lasse ihn aufsteigen, komm, scheiß drauf. Alexander, euch wurde Übles getan. Ruth, aber Ruth ich doch nicht, Kate. Ist euch nichts schuldig. Weder ihr Leben noch ihren Tod. Ich bin nicht wie mein Bruder. Ich bin der, der in ein brennendes Haus rennt. Ruth schuldet uns nichts. Aber meine Liebe ist ehrlich, seine nicht. Eure Liebe wird nicht daran gemessen, was ihr erringt, sondern daran, was ihr bereit seid zu verlieren. Es tut mir leid, Ruth. Du hast Besseres verdient. Etwas Besseres als ihn. Etwas Besseres als mich. Schick mich fort, Verbanner. Lass den Teufel die Flammen der Hölle schüren. Dann werden wir ja sehen, wie gut ich brenne. Zieht den Finger aus dem Arsch, so wichtig seid ihr nicht. Also, haltet still, damit ich euch alle entwirren kann. Oh Mann, ey. Lebt wohl. Ich muss aber was dazu sagen, für mich ist Liebe jetzt nicht, dass man will, dass sich jemand um einen kümmert, dass man selbst geliebt wird, sondern Liebe ist für mich eigentlich, dass man selber dafür sorgt, dass es der anderen Person gut geht. Und aus Egoismus zu handeln und die Person festzuhalten, ist keine Liebe. Das ist, ja, ist halt Egoismus. Deswegen, wenn man jemanden wirklich liebt, dann ist es vielleicht manchmal besser, die Person gehen zu lassen. Alles andere ist, wie gesagt, Egoismus. Sind Sie weg? Spreche ich mit Caleb Watson, dem Schuster? Seid ihr das, Caleb? Ich glaube, ja. Ja, ich bin es. Oder ich war es einst. Bevor der Mistkerl von meinem Bruder sich meines Körpers bemächtigt hat. Na toll. Ganz unschuldig wart ihr aber nicht. Verzeiht die unglückliche Anspielung, aber da steckten mehr von euch mit drin. Ja, und euch trifft ebenso Schuld. Er ruinierte meinen Namen, meinen Körper, meine Frau. Ihr habt ihm einfach nur einen Klaps gegeben und ihn ziehen lassen. Was hast du denn gemacht, du Affe? Ich bin nicht perfekt. Aber mein Bruder war ein gerissener Mistkerl und hat euch in das Licht geführt. Was sagt das über euch? Auch ich bin nicht perfekt. Meine Güte und meine Geduld haben ihre Grenzen. Wir sollten sie nicht zu sehr strapazieren, hm? Ach, Red ist einfach toll. Ist so ein netter Kerl einfach, ich weiß auch nicht, das ist... Klar, es kommt ja immer darauf an, wie ich mich jetzt entschieden habe, aber... Furchtbares. Das... Das ist unsere Arbeit. Richtig. Ich würde nichts lieber machen. Aber ich finde, es geht ja auch darum, wie er reagiert. Und so wie er gerade reagiert hat, zeigt mir einfach, dass es... Das war... super toll geschriebener und netter Charakter ist. Nimm es dir nicht zu Herzen. Ihre Entscheidungen sind nicht dein Problem. Unsere Entscheidungen jedoch schon. Und ihre Folgen ebenso.
Lass dich nicht verunsichern. Eine Schlacht können wir gewinnen, aber nicht den Krieg. Niemand sollte den Tod besiegen. Und den Preis für den Versuch wollen wir sicher nicht bezahlen. Ja, ich glaube dir. Gut. Jetzt lass uns rausfinden, was Lemmy Haskell über die Wiedererweckung der Toten zu sagen hat. Aber gut, dass der eine Fall zum anderen führt. Leute, das war's für dieses Mal. Der war ein bisschen länger, der Part. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen, für die Likes, die Comments und so weiter. Wir sehen uns zu Banishers wieder. Tschüss.